Picken, so richtige Bedeutung beizuwohnen. Um so richtig sozusagen so, boah, okay, krass. Wir haben Ulrich in Rot. Das ist blau. Achso, nein. Port. Im Overlay. Port. Port. Das ist Portfarbe, das ist so ein cooles Overlay, das ist crazy. Oh Gott. Banane, nur 4 SDs weg vom Win in diesem Game. Schöner Dance-Rash. Sachen, die man in diesem Matchup häufiger hören wird. Schon wieder. Das war Max Range, krass. Und die AB trifft mich. Schön. Weggebackert. Leave my stage. Oh, das war oh, nice. Step. Nice percentage. 69. Um nur uns nochmal zu erklären, das ist eine witzige Zahl. Ah. Ist sie überhaupt so witzig? Schön. Ist nicht unlustig. Nice. Der Drop. Aber wenn du darfst, dass Dennis mit 136% stirbt von der Samsnare, dann ist die Antwort nein. Also kommt aber an, was für ein Kontext diese Zahl. Ja, nämlich im Smash-Prozent-Kontext gar nicht so. Nee, ich habe gesehen, weil bei Twitter auch so jemand hat gepostet, einen Kommentar von Zeros erstes Video, seitdem er wieder YouTube macht. Ja. Erstes Match gleich 3 Stock 69%, nice. Oh Gott. Da finde ich das ziemlich cringe. Ja. Vor allem, wenn das bei Zero ist. Vor allem, wenn er... Okay, die Leute... was soll man dazu sagen? Ja. Oh, wir assoziieren uns nicht mit solchen Leuten. Nee. Zero ist bei uns gebannt für was. Zero kommt nie auf unsere Videos. Müssen wir den Bann, muss er ja nicht aussprechen. Er weiß es auch gar nicht mehr. Wir haben es persönlich geschrieben. Nach der Logik auch viele andere Spieler gebannt bei uns. Ohne, dass wir es explizit aussprechen mussten. Aber... Wer nicht gebannt ist und wer doll vermisst wird, ist der Hauptteil der Weekly-Leute, die wir heute leider nicht bei uns haben dürfen. Zum Beispiel Rosen Kevin, Rosen Brian, unsere guten Freunde aus den USA, unsere Texans und natürlich wie immer Arthur familiäre Pflichten, Dominik, gute Freunde des Jedos, Patrons des Jedos, Khan, Eis, wo sind unsere Freunde? Wo sind die wichtigen Leute? Tatsächlich, eine der großen Vorteile im Jedo Berlin und vielleicht im Kran. Ich glaube, dass wir fast eines der Jedos, also eines der Weeklies sind auf der Welt, mit der höchsten Spanne an so Spektrum an Skill. Mit wirklich guten Spielern. Wir haben wirklich ein paar richtig gute Spieler dabei. Und wir haben auch genug Leute dabei, mit denen du und ich uns messen können. Und da hinten sehe ich jemanden, der spielt Free for All mit 4 Ports zum dritten Mal Smash Bros. Leben. Insofern, Mann, wir haben alles. Komm vorbei. Und wir sind, glaube ich, eine mit den meisten Teilnehmer pro Person in Deutschland. Oh, wirklich? Shoutouts an die anderen Weeklies in Deutschland, zum Beispiel Hannover. Ich glaube, in Hannover sind das immer durchschnittlich 8. Heute sind wir sick in 9. Ja. Aber es ist wenig uns. Nächste Woche wird sich das hoffentlich ändern. Nächste Woche einfach 100. Oh, Dennis mit dem SD. Obwohl wir nur 20 hier rein dürfen. Geräte. Ja, jeder kriegt so 5 Timeshots. Der hintere Raum wird aufgemacht, dann passen die 80 mehr rein. Oh, nicht genau gesehen, was passiert ist. Man tippt auf näher. Okay, der Tilt. Oh, der Charge Shot. Geblockt. Bonk. Oh, und er lebt noch. Dennis mit dem Survival. Dennis würde in Smash verbal seine eigene Pisse trinken, wenn das bedeutet, dass er so im Dschungel überlebt. Er ist der Bear Grylls unter den Smash Survivor. Ich weiß nicht, was das meint, aber ja. Bear Grylls, der immer seine eigene Pisse trinkt. Bist du alt? Ist das ein old joke? Einfach mit dem Booty die Rakete abgewehrt. Ja, du bist ja schon langsam ein Boomer. Ich gehe wirklich in die Boom Generation. Millennials sind. Oh mein Gott, die! Oh. Excuse me? Samus oh mein Gott! Guten Appetit! Krass, die Naken schicken ihn in den Netherrealm. Bester Fall. Habt ihr auch Check-In gemacht? Immer Check. Bei Ladder immer Check-In drücken, sonst wird es resettet, euer Match. Check.
Graceland. Samus ist vorne, Samus ist hinten, niemand weiß es. Ehrlich gesagt sieht das hier aus wie ein toughes Matchup für Samus. Oh mein Gott! Snipped. Oh mein Gott! Und Alter. Ciao! Oh! Aber er lebt, Crazy Town. Okay, schöner Stotterschritt. Okay, down air, crazy. Ich glaube, Samus hat einer der besten Recoveries im Spiel, oder? Ich glaube auch. Also, es kommt auf an, was du mit gut meinst. Das ist, glaube ich, nicht so unendlich schwer, Samus. Das hier, das darf, hätte hier die Station. Ja, aber das ist ein dieses Match. Nee, ihr müsst reporten bei mir. Oh Gott! Okay. Die peinigende Pastinake ohne einen weiteren Stock. Müssen wir das vorher schon sagen? Ihr könnt machen, ich kann einfach dann eintragen. Ja. Und er nähert nicht die Stocks. Banane mit dem Vorschlag. Ich möchte hier nochmal on-stream die Geschichte erzählen, wie Dennis von hinten gegen mich gespielt hat. Und zwar habe ich total reingehalten mit einem Down Smash. Und von Dennis kam nur ein genießendes. Und ich habe prompt meinen Stock verloren. Bei 0% seinerseits. Nice. Deswegen die Mindgames von Dennis, auch mit so Komplimenten im richtigen Moment und so, nicht zu vernachlässigen. Macht er richtig gut. Oh. Oh. Peach, immer wenn sie vorne ist, einfach Handelsabkommen, Embargo. Excuse me, I would like to trade with all of your moves. Okay, schöner Attack irgendwie. Oh! Schön klein, aber nicht klein genug. Oh. Versucht die Landung zu covern. Floats menacingly. Und Banane versucht es immer wieder, aber das Schiff von Peach irgendwie wettert es gegen alle Moves. Oh, schöner Schiff. Oh, und das ist. Ich verstehe nicht, wie Ladder funktioniert. Oh, ich hab's schon vorher. Und damit ist Dennis on track, auch dieses Spiel zu gewinnen. Eieiei. Downthrow Setup. Oh, Air Dodge aus dem Nair, schön. Dann zum Beispiel Whiff komplett. Rakete covered. Der Shard Shot wird so lange geladen, wie es geht. Leider lag es doch relativ hart. Ja. Ja, das ist halt, wenn man was anderes dabei macht. Ja, ja, das ist bitter. Aber es ist online nicht so. Ganz knapp verfehlt die Pastinake. Oh, Bonk. Einfach das Geräusch, wie so ein zwei Tage alter riesiger Sellerieball, die so an den Kopf geworfen wird. Ich finde immer deine Analogien richtig geil. Naja, kennst du diese Videos von so Softball-Pitchern, die so von unten werfen müssen? Das ist ja im Prinzip der Peach-Wurf von so einem, weißt du, ziehst du dich erst aus der Kimme und dann wirft die das Ding locker mit so 80 km/h. Ziemlich sicher, dass die einfach deinen Kopf ersetzt, wenn du das im echten Leben ausprobierst. Und wenn du dann so, off the top, last stock, und ich glaube, es steht auch schon 2-0 für Dennis, oder nicht? Das heißt, das hier ist Game 3. Okay, second to last stock. Ja, das ist nicht so wichtig. Die Leute gucken jetzt zu, die Leute wissen, was passiert. So, Chat, wie steht's? Peach und Samus tauschen Projektile aus. Hier, ich habe eine Rakete. Hier, ich habe einen Koran. Es ist wirklich crazy, wie so ein richtiger Krieg, so ein Frontenkrieg, wo sich ja alles so festgesetzt hat, wenn die beiden Charaktere so in der Mitte stehen. Da gibt es nicht irgendwie Short-Hop-Cross-Ups oder so, sondern es ist einfach, oh, mein Wave-Dash nach vorne hat ja ein bisschen deinen Platz von der Stage geklaut. Oh nein, was tue ich jetzt? Projektile werfen. Wieder traden die Projektile. Eieiei. Was soll man da noch machen? Da fällt einem als Kommentator auch nicht mehr so richtig ein, was man da kommentieren soll. Last stock, I guess. Willkommen bei Audible. Heute Melee, Kapitel 793. Jedo 99. Es waren Peach und Samus, die sich auf der Stage Pokémon Stadium im Spiel 3 mit dem letzten Stock gegenüberstanden. Die Projektile flogen. Immer wieder musste ein Recovery-Versuch von Samus abgebrochen werden. Und was das Spiel letztendlich entschied, war ein SD.
richtig gute Plattform, die es bei Amazon gibt. Was es auch bei Amazon gibt, ist Prime. Richtig praktisch für Leute, die sich viele Sachen bestellen. Und was es umsonst gibt, ist den Sub. Und der geht natürlich an Burning Smash, wen auch sonst, eure Lieblings-Weekly-Community in Charlottenburg, die ihr unterstützen wollt. Das Geld geht an gute Zwecke, wie zum Beispiel die Firma, die Sterni produziert. Oder wenn wir irgendwann 10.000 Euro gesammelt haben, schicken wir damit Niki zu Summit 15 und er zerstört alles. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Niki würde sofort eingeladen werden in Summit, wenn er deutlich mehr Muskeln hätte. Wenn er einfach so ins Fitnessstudio geht und er wird jetzt so krass buff, so Alex 19-mäßig, hat er kein Gimmick. Niki ist halt zu deutsch, weißt du? Zurück ins Game 2, deswegen. Hat sich zwar angefühlt, Game 3, war aber Game 2. Oder die zwei Spiele einfach besser selber. Oh mein Gott. Sehr ärgerlich, wenn man Banane ist, weil man freut sich natürlich noch eben über den Upset, den man gemacht hat. Oh, schade. Das war schön. Ausdrucksloses Gesicht, wie man es von ihm kennt. Konstantin auch. Oh, die Miles. Emotion einer Moorleiche. Miles SSB. Was machst du denn hier? Und nicht in Person. Da kommt das Gewitter der Raketen. Seht das schon? Gibt's. Meinst du, das wäre so Projectile Limit? Wäre sowas, was man so nach Ledgestall Limit einführen müsste? Du 7000 Challenge gezogen hast und ein Set verlierst du automatisch. Beim Timeout. Weil du das Leben. Oh, da ist er wieder. Frech. Dennis zeigt, wie man Samus Edge guardet. Nämlich mit Forward Throw in die Blaster. Ciao. Last Dank für Samus. Mal gucken, was er hier rausreißen kann. Ich glaube, was man in diesem Moment macht, wenn man Banane ist, man versucht so viele Informationen in diesem Matchup zu sammeln, wie es geht, fürs nächste Mal. Man spielt quasi Multi-Tournament Conditioning, Multi-Tournament Improvement. Man versucht ein bisschen zu üben. Pull-up-Down-Air zum Beispiel, ein Test, den man schieben kann. Oh, Charge Shot covert alles bis auf vorne nach rechts. Diese Plattform ist zu klein für uns beide. Oh, Power Shield Rakete. Du warst nicht ready. Oh, wurde zum Beispiel geschildert. Bisschen zu langsam. Oh, und hier wieder einer der berühmten Dungeon-Sash-Guards. Ja. Wir haben gerade den letzten Stock von Banane gegen Dennis gesehen. Losers Finals, aber wir haben schon, also was uns jetzt noch fehlt, ist Grants. Nein, Grants. Nur Grants. Wir warten jetzt noch auf Grants. Grants ist...